Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Gothic, wo wir letztes Mal ein bisschen abrupt unterbrochen wurden, weil das Spiel anscheinend irgendwelche Probleme damit hat, dass ich Bullet verprügel. Weil das Spiel absolut nicht damit rechnet, dass ich schon stark genug wäre, um mich mit Bullet anzulegen. Deswegen habe ich mich entschlossen, dass ich es einfach lasse. Ich meine, vielleicht kann man die Fehler umgehen, dass man einfach nicht nach mit ihm redet und sowas, aber irgendwie fand ich es schon seltsam, dass die Leute alle ihre Waffen gezogen haben, ob ich losging und dann, als sie bei mir waren, die Waffe wieder weggesteckt haben. Und deswegen lasse ich es einfach, glaube ich, komplett, Bullet umzubringen. Ich meine, wir wissen ja, dass wir Bullet dass wir Bullet umhauen können. Das muss uns erstmal reichen. So, und dann gucken wir mal, was wir jetzt machen sollten. Wir sollten in das Lager der Bruderschaft gehen und herausfinden, was da vor sich geht. Das ist doch gut. Bin mir nicht sicher, ob wir nochmal mit Mordark hätten reden sollen, aber ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Sonst wäre es ein bisschen ärgerlich, weil ich jetzt nochmal zum neuen Lager laufen müsste. Wäre vor allem ärgerlich, wenn ich jetzt erstmal zum Sumpflager laufe, um dann rauszufinden, dass ich da hin muss. Uah. Uah, das wäre ein bisschen sehr, sehr ärgerlich. So, haben wir sonst noch hier irgendwas zu tun, jetzt wo es langsam wieder Tag wird? 5:09 Uhr. Das ist schon relativ früh jetzt. Wir können jetzt einmal aufs alte Lager von der anderen Seite umrunden und dann Richtung Sumpflager laufen. Das wäre doch mal eine super Idee. Die beiden Butler sitzen anscheinend immer noch hier draußen und warten darauf, dass sie ihr Erz bekommen, damit sie sich wieder im alten Lager blicken lassen können. Die armen Hunde, die tun mir fast ein bisschen leid, aber ich meine, das haben sie davon, dass sie sich für das alte Lager entschieden haben. Für den korruptesten Sauhaufen hier in der ganzen Kolonie. Uns würde sowas ja nicht passieren. Wir sind ja ein ehrenwerter Bandit. Aber ehrenwert. So, gute Nacht. Ja, ich mag leider Zweihänder, tut mir leid. Ich mag die wegen ihrer überlegenen Schlagreichweite. Aber normalerweise hat man halt so das Problem, dass es ewig dauert, bis man tatsächlich Zweihänder findet. Also es gibt eins, was ich mir vorher hätte schnappen können, wenn ich den Herrn Reislord umgehauen hätte, was man im Rahmen der Quest mit Lefty machen muss, teilweise, wenn man Lefty direkt neben dem Reislord angreift. Ja, Lefty in uns war der Typ, der uns aufgetragen hat, Wasser an die armen Farmer zu bringen. Was wir gemacht haben, weil wir ein Herz für virtuelle Farmer haben. Für virtuelle Reisbauern waren das, glaube ich, sogar. Und wenn man Lefty im Beisein seiner Kollegen angreift und verhaut, dann schaltet sich der Reißwort damit ein und der hat halt einen Zweihandstab, den man benutzen könnte. Aber ansonsten findet man halt auf lange Sicht, findet man halt anfangs fast keine Zweihand. Außer man macht irgendwelche leicht cheesy Sachen mit irgendwelchen Unfällen, die Sumpfhaie und Templer involvieren, oder man bringt halt irgendwelche ziemlich starken Leute irgendwie um. Aber ich finde, das mit dieser Kiste hat mir jetzt eine gute Ausrede gegeben, mal ein bisschen mit Zweihändern zu schwingen. Ich mag die halt mehr wegen ihrer Reichweite. Achso, was ich eigentlich sagen wollte, mein Argument war, dass zu dem Zeitpunkt, wo man im normalen Spielverlauf an Zweihänder kommt, also wenn man die bei Händlern kaufen kann beispielsweise, zu dem Zeitpunkt gibt es bereits ziemlich gute Einhandschwerter, die auch eine höhere Reichweite haben und dann nicht mehr so ein großer Unterschied ist, wie das jetzt ist. Jetzt habe ich halt nur so relativ kurze Schwerter, wenn man sich die mal anguckt, wenn ich mir das anlege. Ja, so ein, beispielsweise so ein grobes Schwert. Das ist halt, das geht halt noch nicht ganz auf den Boden hier. Ja, die richtig langen Schwerter, die wir auch manchmal bei anderen Leuten sehen, die mit solchen Schwertern rumlaufen, gehen bis fast ganz an den Boden, wenn man die so anlegt. Und haben deswegen noch ein bisschen mehr Reichweite, weil sie halt länger sind. Aber die Zweihänder haben halt eine noch größere Reichweite. Zumindest die vernünftigen. Es gibt eine Handvoll Zweihandwaffen, zum Beispiel Spitzhacken, mit denen man das nicht hat. Ja, eine Spitzhacke hat genauso viel Reichweite wie ein normales Schwert. Ein normales Einhandschwert. Ach, ruhig. Ach komm hier, Lurker, weich nicht die ganze Zeit aus, so langweilig. Jetzt stirb, du Scheiß. Mist, wie. Nee, diese Scheiße wird mit ihr vielleicht. Wenigstens gab es eine Stufe dafür, für das Sch blöde Mistvieh. Da drüben gibt es noch mehr Lurker. Ich mag Lurker nicht.
kein Problem mit dem, wenn die nicht diesen komische Feature haben, dass sie nach hinten zurückweichen und das dann als Ausweichen zählt. Dass es in späteren Gothic-Spielen leider öfter gibt, dass man sich fragt, ob das wirklich ein Bug oder doch ein Feature ist. Oder ob die Gothic-Leute uns einfach bloß trollen in den Nachfolgern, somit von wegen, ha, ihr habt gedacht, das wäre ein Bug, ha, war's nicht. Das weiß man immer nie so richtig. Die kommen auf mich zu. Durch und ignorieren mich. Okay. Du kriegst auch was. Du musst ein bisschen komische Bewegungen ausführen. Das gibt's umsonst. Gibt's im All-Inclusive in der Schlagflat gibt's das. So. Ich wollte eigentlich das alte Lager umrunden. Das ist da hinten. Das ist da hinten vorbei. Aber ich lasse mich immer so schnell von Gegnern ablenken. Tut mir leid. Jetzt sind wir stark genug, um uns mal mit größeren Horden Gegner anzulegen, ohne dass wir gleich halbtot umfallen. Deswegen muss man das nochmal nutzen. So ein bisschen Lernpunkte sammeln, damit man nachher bessere Beherrschungen lernen kann oder noch mehr Stärke. So, ich werde jetzt nicht in diese Richtung weitergehen, da kommen wir im späteren Spielverlauf nochmal hin, während wir hier schön sehen, dass man auch tauchen kann im Gothic. Man braucht es nicht oft, aber ab und zu werden wir das auch in Zukunft sehen. Und hier kämen wir in den Wald, aber uns wurde ja gesagt, wir sollen den Wald meiden, weil da gefährliche, blutrünstige Scavenger wahrscheinlich leben. Deswegen werde ich erstmal noch diesen Rat beherzigen und den Wald meiden. Und wir gehen jetzt hier am alten Lager vorbei in Richtung des anderen Ausgangs und dann in Richtung Sumpflager und hoffen, dass wir nicht nur mit Mordrak nochmal hätten reden müssen. Das wäre ein bisschen ärgerlich. So. Da geht auch irgendwie hier ein Weg lang. Ich denke aber nicht, dass ich ihm folgen werde. Ich denke, ich werde diesen Weg da hinten folgen. Sicher ist sicher, wir sollen ja nicht in den Wald gehen. Auch wenn da lecker Scavenger auf uns warten, gehe ich erstmal noch nicht in den Wald. Aber auf jeden Fall nehme ich diese schönen Waldbären mit. Wenn wir schon nicht in den Wald gehen können, dann lassen wir das an den Waldbären aus. Und jetzt finden wir uns hier wieder auf dem normalen Weg in Richtung Sumpflager, den wir ja schon kennen. Aber eins muss ich sagen, der rostige Zweihänder sieht echt nicht so schön aus. Aber ich nehme, was man kriegt. Ist vielleicht kein schönes, shiny Zweihänderschwert und so eins der schlechtesten, aber die Reichweite. Ich mag die Reichweite. Und die haben auch ein bisschen erhöhten Schaden natürlich. Also ich meine, das sieht man hier auch. Das Ding hat einen Grundschaden von 61. Unser Steinbrecher ist erst bei 37 und der Zweihänder, der rostige, ist halt eins der schlechtesten Zweihandschwerter. Obwohl die Diskrepanz zwischen dem Schaden auf lange Sicht nicht der große entscheidende Faktor ist, meiner Ansicht nach. Weil man mit Einhändern kann man wesentlich schneller zuschlagen, sodass man halt im Schaden über Zeit wahrscheinlich damit sogar besser fährt. Aber ich bin ja ein Reichweiten-Junkie. Gott bewahre, wenn wir nach Gothic 3 kommen, dann lasse ich meinen Reichweiten-Junkie-Ismus in Gothic 3 aus. Hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Ihr habt es in der Hand, schaut diese Videos nicht weiter. Gebt mir einen Daumen runter, damit ich aufhöre. So, jetzt haben wir es fast ins Sumpflager geschafft. Schauen wir mal, hoffen wir mal, dass wir nicht ins neue Lager zurück müssen. Das würde mich ein bisschen ärgern. Gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, mit wem wir jetzt darüber reden müssen. Ich würde einfach mal zu Korkalom gehen und ihn fragen, ob er irgendwas braucht, zum Beispiel. Oder Lester. Hey Lester, ist irgendwas? Oh. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch?
Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Ja, aber was hat das alles mit mir zu tun? Ich gehöre nicht zu euch. Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Und die lassen mich dann einfach so da rein? Also, der Schläfer möge dich behüten. Musst du mir nicht irgendwas hier schenken? Oh, Kapitel 2. Das Nest der Mindcrawler. Musst du mir nicht irgendeinen Passierschein mitgeben oder sowas? Oder eine Parole oder sowas in der Richtung? Wie sieht es eigentlich mit unseren Fleischvorräten aus? Also wo ich gerade diese Pfanne da so rumstehen sehe. Aber wir haben 70 rohes Fleisch und nur noch 30 gebratenes Fleisch. Ja, auch wenn das jetzt leider wieder wahrscheinlich ein paar Minuten dauert, bis ich das Fleisch durchgebraten habe, würde ich gerne ein bisschen Fleisch braten. Das tut mir leid. Aber wir brauchen es ja als stärkende Nahrung zwischendurch. Und wir befinden uns jetzt in Kapitel 2. Wie uns gleich wahrscheinlich auf dem Rückweg auffallen wird, sind wieder ein paar neue Gegner aufgetaucht. Was gut für uns ist. Weil wir brauchen ja die Erfahrung. Wir sind ja so unerfahren. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Aber erstmal reden wir natürlich mit Iberion, bevor wir irgendwie irgendwo hingehen. Na komm schon. Bald müsste es doch durch sein hier, das ganze Fleisch, was wir haben. Diese vielen erlegten Tiere, die unschuldig gestorben sind, weil wir unbedingt was zu essen brauchen. Das ist schon traurig. Und vor allem brauchen wir die Erfahrung. Das Essen ist mir relativ egal, aber die Erfahrung. Ja, ja, diese vielen armen Tiere. Man sollte eine Petition schreiben. Ich sag nicht mit welchem Inhalt, aber man sollte eine Petition schreiben. Ich höre nicht mehr auf das. So, sind wir tatsächlich fertig geworden. Unfassbar. Jetzt haben wir gar kein Fleisch. Ist auch eine Option. 807, ganz oben. Schön. Haben wir jetzt ein bisschen mehr Fleisch? Und wir gehen in Richtung Tempel. Ein neuer Tag und nichts. Denke ich zu fest, hallo? Joa. Tempel. Und was passiert denn, wenn wir jetzt einfach da hochgehen? Will uns da keiner aufhalten oder sowas? Ich gehe da einfach mal hoch, ne, Kumpel? Ja, ich gehe da einfach mal rein. Lester sagt, ich soll... Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus! Der Novize Lester schickt mich. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Das hätte ja eigentlich jeder sagen können. So, ich komme von Lester. Und wir befinden uns jetzt im Tempel des Sumpflagers, den sie anscheinend irgendwie aus dem Stein gehauen haben. Und wir sehen wieder Frauen, die natürlich wieder sehr weiblichen Aufgaben nachgehen, zum Beispiel Iberion Luft zu fächern. Das ist auch sehr wichtig, das braucht er für seine Beatmung. Seid gegrüßt, Meister Iberion. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach, du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte, nun gut, was willst du? Mir wurde zu Ohren getragen, du suchest etwas. Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Warum ich? Was hat es mit diesem Fokus auf sich? Was hat es mit dem Fokus auf sich?
Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der 5 Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. Wo soll ich nach diesem Fokus suchen? Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts und steige hinauf zur großen Klippe. Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden. Okay. Ich dachte, ich soll nicht in den Wald gehen, dann soll ich hinter den Wald gehen. Wie soll ich das denn machen, Mann? Ich werde den Fokus zurückbringen. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Oh, okay. Gut. Ich habe den Fokus immer noch nicht gefunden. Ja, du bist noch nicht losgelaufen, du Trottel. Du musst ihm auch nicht sagen, dass du den Fokus noch nicht gefunden hast. Alter, was ist das denn für eine Dialogoption? Warum gibt's sie direkt? Fokuskarte von Iberion. Ja, das ist relativ eindeutig. Der Fokus befindet sich genau über uns. Also holen wir unsere Spitzhacke raus und graben uns nach oben. Ja, warum eigentlich nicht? Nee, aber ich glaube, wir sollen tatsächlich einmal aus dem Sumpflager wieder rauslaufen und dann den Weg hoch und dann irgendwie rechts abbiegen und dann hier auf diese Klippe, die rechts hier ist. Warte, ich drehe gleich mal um, so. Hier rechts befindet sich eine große Klippe oder wie immer man das nennen will. Und da oben soll der Fokusstein anscheinend sein. So, ich glaube, ich hole mir mal noch meine tägliche Sumpfkraut-Ration ab. Kann ich bestimmt im neuen Lager für 30 Flocken verticken. Nicht, dass ich das Geld brauchen würde, aber es ist spaßig. Ich finde das spaßig, so das neue Lager drogenabhängig zu machen. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Okay. Ich will handeln. Hast du jetzt was Neues? Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? 37 Erz ist auch ein bisschen wenig, mein Freund. Aber ich nehm's dir ab. Kein Problem. So. Ich habe doch noch irgendwelche Waffen, die ich verkaufe, die ich ihm geben kann. Ne? Ich kann ihm noch ein grobes Schwert geben. Das ist schon 50 wert hier. Da nimmst du, kriegst du noch ein bisschen was geschenkt für das ganze Kraut, was du mir immer überlässt. Mir ist das doch egal. Ich nehme das Kraut nicht wegen des Geldes, sondern nur wegen des Spaßes. So. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach dem Fokusstein. Anscheinend will das Sumpflager tatsächlich eine große Anrufung machen, von der uns schon immer wieder, als wir hier waren, erzählt wurde, dass sie uns gerne anheuern würden, weil sie Leute brauchen für diese große Anrufung. Und anscheinend haben sie jetzt vor, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Ich gucke nochmal auf die Karte. Nicht, dass wir irgendwie falsch laufen. Ja, wir müssen jetzt hier den Weg weiter und dann irgendwann rechts, sobald rechts möglich ist, sofern möglich, rechts abbiegen. So, aber wir halten jetzt nach neuen Gegnern Ausschau. Zum Beispiel da sehe ich schon eine junge Molarat, die gerade frisch in die Welt gekommen ist, gewissermaßen. Leider verweilte sie da nicht lange, wegen der Erfahrungsgeilheit des Hauptcharakters. Genauso wie die Blutfliege. Sie wollte nur friedlich umherfliegen. Doch dann kam der böse Hauptcharakter und schlug sie einfach kaputt. Ich glaube, in den Höhlen waren wir alle. Bin mir nicht sicher, aber ich denke, da liegt nichts mehr. Und ein Scavenger. Der war ja auch noch nicht vorher. Ja, tut mir leid.
tut mir auch leid, aber ich mach doch nur, was ich muss. Mir sind doch die Hände gebunden. So. Ich glaube, hier müssen wir jetzt rechts, oder? Ich meine, nach der Karte müssten wir jetzt hier, glaube ich, rechts lang. Okay, und dann wieder rechts und dann dem Straßenverlauf folgen. Aber jetzt gehen wir voll in den Wald. Ich dachte, wir sollten nicht in den Wald gehen. Oder sind wir jetzt stark genug, um uns alleine in den Wald zu trauen? Oh, ist gleich wieder eine ganze Horde Scavenger, die hier friedlich grasen, bis sie einem hinterhältigen Gewaltverbrecher über den Weg laufen, der leider nichts Besseres zu tun hat, als Scavenger zu prügeln. So, da sind noch ein paar Pilze. Ich nehme die mal mit, auch wenn ich nicht weiß, was ich mit den Pilzen alles machen soll. Ich glaube nicht, dass Snarf uns noch weiter eine Suppe kocht, jetzt wo wir nicht dem alten Lager angehören, aber wir können es ja mal versuchen. Vielleicht, wenn wir ihn mit ein paar Pilzen bestechen, gibt er uns wieder was von seiner Pilzsuppe. So, und noch ein paar Pflänzchen. So viel Zeit muss sein. Wir brauchen alles, was wir kriegen können an Pflänzchens. Und Pilzen natürlich. Und was sind das? Sehe ich da Steinwurzeln? Ja, Steinwurzeln brauchen wir sowieso. Das geht gar nicht ohne. Wir werden zwar nie im Spielverlauf eine essen wahrscheinlich, aber wir brauchen sie unbedingt. So, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Irgendwie... Karte? Karte? Ah. Oh. Irgendwie habe ich den Eindruck, wir sind schon zu weit. Okay. Aber hier ist irgendwie nichts. Dann müssen wir wohl mal die nähere Umgebung absuchen. Und schauen, ob wir da irgendwas finden. Zum Beispiel diesen Holzstamm. Vielleicht ist es ja... in dem Holzstamm vergraben. Hm. Ich hab dich im Auge, Holzstamm. Aber erstmal nehme ich mir diese Waldbeere mit. Bin ja kein Untier. Unmensch. War das, war der Fachausdruck dafür? Und da hinten ist ein komischer Platz. Mit... ist das ein Novize? Irgendwie sieht er aus wie ein Novize. Vielleicht weiß er was, aber das finden wir heraus in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, sammel Pflanzen und Blumen, die du sowieso nicht isst. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Tschüss.